Ich dachte mir, ich muss mal ein bisschen angeben und etwas zeigen, wie ich spiele. Ja. Auge? Gothic geschminktes Auge. Ich dachte mir, ich hatte es ja schon mal davon, Beauty Channels. Beauty Channels sind doch so beliebt. Und ich habe gesehen, dass sehr viele Beauty-Kanäle, frag mich nicht, wieso ich das gesehen habe. Ob ich insgeheim eigentlich ganz viele abonniert habe, wie Dougie B und BD's Beauty Palace. Ihr wisst schon, ja, ich bin eigentlich voll die Beauty-Bitch. Ja, jedenfalls haben die ihre Weihnachtsgeschenke präsentiert. Und ich weiß nicht wieso, ich habe den Drang dazu, euch auch meine zu präsentieren. Allerdings nicht alle. Ich bin bizarr. Meine bizarre Sexschaukel müsst ihr ja nicht sehen. Also ist ja wohl klar. Deswegen nicht alle. Aber ihr habt ihn ja schon gesehen hier, mein Sessel. Mein neuer Sessel. Da hängt eine Weste. Die ist hässlich. Weg damit, Weste. Sessel. Wollt ihr denn vielleicht mein Vollbild sehen? Sessel. Dann hätte ich noch 1, 2, 2 Kuscheltiere. Ein Hundegesicht, ja, hier. Von Don't Starve. Beefalo und der Chester auch mit Füllung. Schöne da. Ich habe das Gefühl, es wird zu einem ganz furchtbaren Angebervideo. Okay. Ich habe auch noch ein paar Gummibärchen, Marshmallows. Und ich weiß es gar nicht mehr gekriegt. Ich habe auf jeden Fall noch Smash Bros. Natürlich, muss sein, weil ich habe ist es eigentlich gespiegelt? Warum ist es gespiegelt? Scheiß Frontkameras von Handys. Ihr wisst aber, da steht Super Smash Bros. For Wii U. Ja, es ist großartig. Auf dem 3DS war es schon großartig. Ich bin schon wieder gelb! Das auf der Wii U. Claro. Meta. Entschuldigt auch, dass dieses Weihnachtsangeber-Geschenk-Video jetzt erst kommt. Aber ja, so bin ich halt. Kann man das so sagen? Und dann habe ich noch die digitale Version von Halo, The Master Chief Collection. Großartig, oder? Großartig. Lad mal schneller. Ja, damit man die auch nochmal sieht. Ach, dann habe ich mir noch den DLC gekauft. Da wollte ich auch noch ein Gameplay-Video machen. Dann habe ich noch The Wolf Among Us habe ich mir schon online gekauft, aber es ist ja noch gar nicht in der Warteschlange. Ja, ich habe Pink. und ich habe Schatten in der Fresse. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas gekriegt habe. Meine Waschmaschine ist am Arsch gegangen. Das ist vielleicht auch noch ein Geschenk. Eine Kerze. Sieht viel dicker aus, als du wirklich bist. Ich bin so verwirrt.
Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas gekriegt habe. Ich habe noch was verschenkt. Und zwar nicht die Katze, sondern dieses Fußmädchen. Mittelchen. Katze. Da steht drauf: Vorsicht, hinter dir ist ein dreiköpfiger Affe. Cool, oder? Oh Mann, es ist ein Angebervideo. Aber wenn wir schon mal so richtig bei Angeberei sind, dann kann ich auch gleich noch hier diese coolen Handtücher zeigen. Guck mal, Grand Theft Auto 5. Und nochmal, also genauso wie die Fußmatte, Monkey Island. Coolio, oder? Den Hund gab's nicht dazu. Geh mal weg. Geh mal weg. Du bist so schwarz, dass man dich gar nicht richtig erkennt. Immer noch mit Hundi. So, weil ich glaube, ich die Hälfte vergessen habe, aber trotzdem total cool bin und euch jetzt meine Geschenke gezeigt habe. Wie wäre es, wenn ihr mir sagt, was ihr geschenkt bekommen habt? Ha? Ich fand das dann ziemlich interessant. Ist bei euch so Videospiele, Weihnachten oder eher nicht? Zum Beispiel bei mir ist immer so Standard, es muss mindestens ein Spiel, was im Vorfeld vor Weihnachten erschienen ist, muss es an Weihnachten geben. Weil ich liebe es einfach, an Weihnachten mindestens ein Spiel zu haben, was ich dann zocken kann. Weil dann hast du freie Tage und packst ein geiles Spiel aus und dann kannst du zocken. Ich finde, es ist so geil, es ist einfach das Beste. Weil bei mir ist immer Bescherung abends am 24. Und dann eben das Spiel auszupacken und dann noch so bis nachts in die Nacht reinzuspielen und am besten morgens aufstehen. Und das Erste, was du so denkst, ist, ich muss spielen. Und dieses kribbelige Gefühl hast du dann im Bauch und du willst loszocken. Und das Erste, was du machen kannst, ist eigentlich auch aufstehen, Konsole anschmeißen und loszocken. Und deswegen ist für mich Weihnachten, da muss es immer irgendwie ein Spiel geben. Ich kann auch noch eine kleine, nette Geschichte erzählen, kurz und knackig. Die zeigt einfach, wie süchtig das aber auch machen kann. Bei mir war das so damals mit einer Freundin. Wir wollten uns unbedingt verabreden, irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag oder sowas. Und tatsächlich war das das Weihnachten, an dem ich Mario Galaxy bekommen habe, auf der Wii. Nee, auf dem Gamecube war das noch, auf dem Gamecube, okay? Und ja, und dann hieß es, ja komm, ruf mich an, wir treffen uns jetzt. Und dann haben wir uns getroffen wollen sollen. Nee, dann haben wir erstmal telefoniert und ich habe gesagt, ja, ich komme bald. Und dann irgendwann wurde es immer später und immer später. Und sie ruft mich nochmal an und fragt, ja, wo bleibst du denn? Wo bleibst du denn? Und ich sage, ja, ich muss noch diesen einen Stern holen. Und dann komme ich wirklich. Und ja, das ging halt darum, ich habe es ihr dann auch erklärt. Super Mario Galaxy habe ich mir halt noch einen Stern in einem Level besorgen müssen und ich konnte nicht aufhören, das Spiel zu spielen. Ja, das ist so Weihnachten. Das gehört so für mich so dazu. An Silvester übrigens habe ich Minecraft gespielt. Der Plan war eigentlich auch ein Feuerwerk zu machen, aber wir hatten nicht genug Materialien, um ein Feuerwerk zu machen. Aber es ist geil. Ich fand es cool, ins neue Jahr zu zocken. Und da ist wieder Cat. Cat, sag mal Cat. Ja, der ärgert jetzt den anderen. Genug von mir gelabert, wie immer. Wir sehen uns wieder, versprochen. Tschüssikowski.